Hi, was ist neu an dieser GMTC-Bataillon von Mühle Glashütte? Das blaue Kautschukband. Guckt euch das an hier. Und die Titanschließe. Was es damit auf sich hat, all das nach einem kurzen Trailer. Von Watch David. Hi, ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Mühle Glashütte. Die C-Bataillon GMT. Und zwar gibt es hier ein neues Kautschukband in Blau und eine neue Schließe. Und das gucken wir uns jetzt mal an. 10 Jahre C-Bataillon GMT gibt es mittlerweile. Und da hat Mühle sich gedacht, Mensch, da bringen wir doch jetzt mal ein neues Band raus. Und ich finde, das passt super zur Uhr mit dem Blau. Und das Schöne ist eben auch, dass hier mal im Vergleich das schwarze Band, wie wir es bisher kannten, schönes dunkles Blau. Gefällt mir richtig gut. Und das Schöne ist eben auch, dass die Schließe jetzt auch neu gekommen ist. Und zwar gibt es die neue Schließe jetzt ab dem 1. Mai sowohl an dem blauen Band als auch an der schwarzen Version mit dem schwarzen Kautschuk, wie wir es hier nochmal sehen. Für all die, die diese Variante haben, die können die Schließe beim Fachhändler wechseln lassen und es gibt da wohl gerade eine Aktion. Lest euch das mal durch im Blog von Mühle. Dort gibt es alle Details, wie ihr das vielleicht umbauen könnt. Den Link dazu, den gibt es hier. Ihr könnt gerne den Code einscannen. Und wer die blaue Version gerne kaufen möchte, hier der Link direkt in den Shop. Und hier noch der Link mit dem schwarzen Band. Das ist dieser Link. Es sind natürlich wie immer alle Links unten in der Beschreibung. Aber wenn ihr gerade das Video am Fernseher oder Tablet oder ähnliches seht, dann könnt ihr direkt mit dem Handy, zack, scannt ihr den Code ein und seid direkt auf den entsprechenden Seiten. Ihr müsst dafür einfach nur die Kamera anmachen und die Kamera an den Code halten. Im April 2013 kam ja die C-Bataillon GMT heraus. Und zwar wurde ein Jahr lang mit der gleichnamigen Einheit der deutschen Marine an der Uhr entwickelt und mit der Bataillonsführung abgestimmt. Und das sieht man auch. Ich hatte die Uhr bereits 2020 im ausführlichen Review in meinem Blog. Hier geht es jetzt nicht um das ausführliche Review der Uhr, sondern eben um das neue Band und die neue Schließe. Wenn ihr jedoch nochmal wollt, dass ich auch nochmal die Uhren ausführlich teste in einem extra Review-Video, dann schreibt das gerne bitte unten in die Kommentare. Ansonsten verlinke ich auch wieder unten direkt schon mal auf den Link in meinem Blog. Ihr könnt aber auch diesen Code hier nutzen, dann könnt ihr dort auch alles in meinem Blog nachlesen. Das Schöne an der neuen Faltschließe ist eben, dass sie aus Titan ist. Und das ist natürlich schon mal ein riesen Highlight, weil das Gehäuse ist eben auch aus Titan. Jetzt eben auch die Schließe, weil man sieht es hier, man kommt natürlich auch mit der Schließe an den Arm und gerade für Allergiker. Und
Sie ist 13 Gramm leichter, also ein Drittel leichter als die Edelstahlschließe. Die C-Bataillon GMT brachte bisher 132,5 Gramm auf die Waage und mit der neuen Titanschließe bringt sie jetzt glatte 120 Gramm auf die Waage. Das finde ich richtig cool. Bei so einer Uhr muss man auch ein bisschen was am Arm haben, finde ich. Man muss sie auch merken. Das ist halt eine Einsatzuhr, das soll sie auch immer sein. Mit dem blauen Kautschukband ist das natürlich jetzt super, super harmonisch. Dann wollte ich euch noch kurz die neue Verpackung der Mühle-Uhren zeigen. Schaut mal hier, schön in dem Blauton, gab es ja vorher auch. Das Uhrenetui ist jetzt aus hochwertigem, robustem Recyclingpapier. Hier vorne schön mit dem kleinen Seil hier. Kleines Tau, finde ich sehr schön, sehr nautisch. Und hier ganz dezent, ihr Begleiter, Tag für Tag, finde ich sehr cool. Und dann kann ich das praktisch an der Kordel, ziehe ich das hier raus und habe dann hier die Verpackung und dann habe ich hier drin dann praktisch die Uhr und die ganzen Papiere und so. Sehr, sehr schön gelöst. Gefällt mir sehr gut. Auch unter dem Umweltaspekt, weg vom Plastik. Jetzt gucken wir uns das noch mal ganz kurz von oben an. So, hier ist noch mal von oben. Schön das blaue Band zu sehen. Mühle Glashütte Schriftzug. Das ist ja das altbewährte Kautschukband, was schon seit über 10 Jahren im Einsatz ist. Jetzt eben in blau. Hier seht ihr jetzt auch noch mal schön die Titanschließe. Daran erkennt ihr sie, an dem Schriftzug. Hier nochmal beide Bänder im Vergleich. Schwarz und blau. Das Blau ist halt schön dunkel. Je nach Lichteinfall ist auch schon, geht es in Richtung Schwarz. Also ist richtig gut. Und wenn die Sonne drauf scheint, ist es schön hell. Ja, super Idee, oder? Ich finde es richtig rund. Blaues Band zu dem blauen Zifferblatt mit der blauen Lünette, perfekte Abstimmung, da es auch schön dunkel gehalten ist. Und die Titanschließe tut natürlich ihr Übriges, was ich eben auch super finde, dass die schwarzen Varianten jetzt auch mit der Titanschließe ausgeliefert werden und dass ihr eben eure vorhandene jetzt umbauen lassen könnt. Wie eingangs erwähnt, dort sind auch die ganzen Links zu finden. Lest das nochmal im Blog von Mühle nach. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Und lasst gerne ein Abo da, freue mich gerne auf ein Like. Und ja, interessant, ob ich nochmal die Uhr im eigenen Review testen soll als Video. Also bis dahin, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao.